So. So, und? Okay, und? Nein, zu früh abgesprungen. Fuck. Schnell, schnell, schnell. Fünf Stück nur noch. Fünf Stück nur noch. Warten. Nein. Okay, okay, okay. Das können wir schaffen. Irgendwie kommen wir da dran. Ich glaube an uns. Und dann keine Ahnung, wie es weitergeht. Wahrscheinlich weiter nach rechts, ne? Fuck! Scheiße! Mann! Oh, ich geb nicht auf! Eric, du Penner! Aber so kann ich ja schon mal knicken, aber es war eigentlich ganz okay. Wir sind nicht hingefallen durch das Feuer, das ist doch schon mal gut. Ah, ja, ich hatte gerade nur eine Hand frei, weil ich musste mich kratzen. Nein, ich sag nicht, wo ich mich gekratzt habe. Können wir jetzt natürlich damit Zusammenhang bringen. Oh, gesagt, der muss gleich durch. Der stinkt. Ja, ich hab den Sprung mal geschafft. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Oh. Ich bin der König der Welt. Dafür habe ich den jetzt verkackt. So. Ah, Junge, Junge, Junge. Lande ihn. Danke. War zwar nicht schön gelandet, aber es war gelandet. Das ist die Hauptsache. Ich fall schon wieder hin, warum auch immer. Oh, Junge, gib Gas. Wir haben nicht so viel Zeit. Oh, Felsen, nein. Vollidiot, ey. Was kannst du eigentlich? Echt mal. Oh, ich will es jetzt schaffen, Mann. Da. Wenn da jetzt wieder hingefallen wärst, ich hätte dich umgebracht. Aber jetzt. Ja. Ah, dankeschön. Nein! Ja! 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 Okay. Nein! Das ist scheiße! Mann, schon wieder verkackt! Okay. Drei noch, Mann. Drei noch. Da, okay, da unten. Einer noch und. Jo! 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 Still better than you. You got lucky, you little punk. Slam City Jam and Tampa were nothing but lucky little bitch. Get back here. You ain't nothing. I know I can kick your ass. Hawaii footage. Jetzt können wir uns das nochmal angucken, so wie es aussieht. Aber auch schon, das kommt ja schon so lange her vor, als wir es aufgenommen haben hier in Hawaii. Aber ist ja noch gar nicht so lange her, weil das war ja bisher noch nicht ziemlich lang, nicht so lange das Projekt. You serious? You miss your Ollie, we'll be sending you back to Jersey in a coffee can. Todd said he wanted something big. This is it. Oh, get a look at that. Or should I say those? Time to kick into Toddy Smooth Boy. But, hey, you know, for a fat guy, I don't sweat that much. No, no, that's not true. I sweat a lot. Stronger, more confident. Oh, we'll go funny. We'll go funny. Sure, it's a needle, but moves like a sewing machine. Yeah, yeah, a little tweak on that one, that'll work. That's good, that's good. Breath check. Pits. Sweat stains. Minimal. Wipe down the mustache. Yeah. Hello, ladies! Nice legs. What time do they open? Freigespielt, Geheimlevel, zusätzliche Profi-Videos, geheime Skater Iron Maiden und Gene Simmons. Cool, also hier gibt es also Iron Man als Marvel-Charakter.
Mario, ist das Mario? Ich weiß nicht, ja, du steht da unten, ja. Und Gene Simpson, glaube ich, ist das der von Kiss? Ich weiß es gerade nicht so genau. Nennt mich Banause. Ja, speichern. Wie schön, dass wir das jetzt geschafft haben. Also natürlich, das Let's Play ist jetzt hier noch nicht zu Ende. Nicht falsch verstehen. Wir haben noch einiges zu tun. Erstmal müssen wir die ganzen einzelnen Aufgaben noch bewältigen, die es noch in den jeweiligen Leveln gibt. Das sind auf jeden Fall noch einige. Dann können wir mal kurz in den... Okay, jetzt sind so die Credits, okay. Ich wollte gerade sagen, da können wir jetzt mal kurz in den Spielfortschritt gehen, aber ich werde die Credits jetzt natürlich mal eben durchlaufen lassen. Oh, soll ich das ganz am Ende machen lassen? Ich weiß es nicht. Ich mach's ganz am Ende. Ihr werdet ihn doch sehen. Also, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich das Spiel beendet habe, sprich, wenn ich alle Aufgaben erfüllt habe, wenn ich alle Hidden Tapes habe, wenn ich alles habe, dann, ich habe gerade gespeichert, ne? Gut. Dann, ich wollte nur kurz mal gucken. Okay, das Iron Man hat alles voll natürlich. Das ist Gene Simmons, ja, vom Kiss, okay. Mit Blut am Mund. Und sonst haben wir nichts freigeschaltet, okay. Hier bestimmt auch lustige Special Tricks, fällt mir gerade so ein. Ich werde jetzt trotzdem nochmal den Spielvortritt nochmal durchschauen. Einfach um zu gucken, was wir noch alles zu tun haben. Vielleicht gibt es jetzt ja auch neue Aufgaben, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, wir müssen bestimmt noch so um die 30 Aufgaben bestimmt machen. Ich denke mal, circa 90 dürften wir haben. Das ist einfach nur eine reine Schätzung, eine ganz blinde Schätzung. Ich habe die nachgeguckt, gar nichts. Mal gucken, wie gut ich geschätzt habe. Spielfortschritt. 103, okay, 26 Stück müssen wir noch machen. Okay, gut. Das heißt, ich werde hier, denke ich mal, alles machen. Sprich, ich werde die restlichen Ziele erfüllen, on-screen quasi. Ich werde... Kann ich den Schwierigkeitsgrad hier drin ändern? Glaube ich eher weniger. Ich werde die geheimen Tapes holen, on-screen. Ich werde dann die Sachen hier holen. Ah, in Moskau gibt es dann das dritte Tape, okay. Also das dritte Zeichen. Und die Gaps werde ich, denke ich mal, Hotter than Hell Gaps. Die werde ich, denke ich mal, nicht während Aufnahmen holen. Ich schätze mal, die Sachen, die mir jetzt hier noch fehlen bei den Gaps, werde ich es ähnlich wie bei den letzten Malen machen, also wie bei Tony Hawk 4. Vielleicht mache ich auch einen kompletten Part, wo ich alle noch fehlende Gaps reinkloppe. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Da lassen wir auf jeden Fall noch was einfallen. Aber das Problem ist, ich werde das noch auf krank durchspielen müssen. Das werde ich offscreen machen, nachdem ich alles geschafft habe, denke ich. Da werde ich mal kurz was reinschneiden. Also ich denke mal, wenn ich dann hier jetzt die ganzen Aufgaben erfüllt habe und so und alle hier Tapes habe und so, dann sage ich jetzt, ja gut, ich höre jetzt hier auf. Ich werde jetzt mal eben auf schwer durchspielen, also auf krank. Und ja, melde mich dann danach wieder und würde danach dann das Schlusswort dazu sagen. Aber so weiter als jetzt, so wie ich das jetzt durchgespielt habe, habe ich das noch nie gespielt, fällt mir gerade so auf. Weil ich habe das immer nach dem Story-Mode, habe ich das Spiel immer beendet eigentlich. Ich werde jetzt mal kurz gucken, weil ein Level haben wir schon mal freigeschaltet. Genau, Hotter than Hell. Wo sind wir denn da? Okay. Ach, ich bin so blöd. Ich denke so, Hotter than Hell in Russland, habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil der Stern da hingezeigt hat. Denke ich, hä? Warum ist es da so heiß? Verstehe ich nicht. Aber ich meine, wir sind da gleich irgendwie bei Galapagos-Inseln oder so ein Rotz. Ja, komm, hier. Nochmal Levelwechsel hier, zack. Wo ist es auch jetzt aber? Ach, okay. Meinetwegen. Ach so, dann ist Kissbühne. Ah, ich verstehe. Gibt es auch Aufgaben oder gibt es nur Gaps und ein Hidden Tape wahrscheinlich, ne? Ja gut, aber ein kurzes Schlusswort schon mal vorab. Weil ich finde... Ach so, es ist ein Licht, okay. Ich hab schon gedacht, kann ich den jetzt einsammeln oder was? Weil wir sind Karl, ey. Ey, los hier. Ich begreife ja nicht mehr. Ich glaube, wenn ich Kiss buchstabiert habe, bin ich ein Hecht oder so. Ich mach das mal eben. Ich werde währenddessen so ein bisschen was sagen. Das Spiel an sich relativ kurz, wie ich finde. Also jetzt, wenn man nur das durchspielt, was man durchspielen muss. So wie ich es jetzt gerade getan habe. Ah, ich werde auf jeden Fall noch einiges mehr machen. Natürlich.
Aber halt ziemlich gut, man kann es so an einer Nacht durchspielen, echt. Es ist halt dafür genau richtig lang, finde ich. Ach, Kiss konnte ich schon, das war eine Gap. Kiss wird freigespielt, sammle erneut Kiss und sie werden dir eine Show liefern. Okay. Okay, das ist ein Musikvideo. Ich denke mal nicht, dass ich das jetzt abspielen lassen werde, weil wegen Copyright, das ist immer so eine Sache. Tut mir leid, das kann ich euch jetzt leider so nicht zeigen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal beschleunigt zeigen. Keine Ahnung, wenn überhaupt Kiss-Fans unter euch sind. Ansonsten, ihr habt ja gerade gesehen, wie das Lied heißt. Ich wette, das gibt es auch bei YouTube schon. Aber ich will das nicht verantworten, dass ich dann irgendwie da was kaputt mache oder so. Also mit meinem Kanal und Copyright-Sachen verletze und dann Klagen am Hals habe oder so ein Rotz. Ja, was ich sagen wollte, das Spiel kann man super an einem Tag durchspielen eigentlich, also in einer Nacht. Weil es fesselt auch. Dass es Kapitel eingeteilt ist und nicht in Level. Das macht das Spiel auf jeden Fall eine ganze Ecke kurzweiliger. Dafür aber, ist es aber, wenn man das zu 100% holt und dann wirklich alle Gaps holen will und wirklich das Internet nicht zu Rate zieht, ist das Spiel arschumfangreich. Man braucht bestimmt sau lange. Vor allem ich werde auch noch bestimmt sau lange brauchen für die ganzen Gaps und so. Ich bin mal gespannt. Ah, komm, liefert mir eine Show. Und tschüss. So, ich gehe mal kurz dahin. Musik. Da seid ihr, ihr Schweine. Ja, toll, ich falle hin. Super. Habe ich irgendwie so einen Drummer-Transfer oder so? Okay. Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, wirklich sehr cooles Spiel. Ich werde es auf jeden Fall zu 100% spielen. Kostet es, was es wolle. Auch wenn es meine Oma Peter Chris, okay? Wer auch immer es ist. Wahrscheinlich irgendeiner von Kiss. Ich werde es auf jeden Fall zu 100% spielen. Keine Sorge, es wird noch einiges kommen. Aber selbst wenn man es nicht zu 100% spielt, ich weiß nicht, was man bekommt, wenn man alle Gaps hat. Keine Ahnung. Ich werde es auch nochmal auf Krankheit spielen. Also man hat auf jeden Fall genug Motivation, wenn man das Spiel spielen will. Wenn nicht, dann hat man es schnell durch. Also für jeden, ne, Geschmack was dabei. Gut, dann werde ich jetzt hier aber auch endlich mal Schluss machen. Ich werde mal kurz speichern, weil ich habe ja immerhin ein paar Gaps geholt und so, ne? Wo speichere ich denn hier nochmal? Da, beim Spiel speichern, würde ich mal sagen. Ja, und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Nächstes Mal können wir, ich schätze mal, ich werde anfangen mit den Aufgaben. Werde vielleicht bis dann schon die ein oder andere Gap geholt haben. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Und werde dann, denke ich mal, auch die Hidden Tapes suchen und finden vielleicht, mal gucken. Und ja, wenn dann alles geschafft ist, also wenn ich dann die Aufgaben gemacht habe, wenn ich dann noch die Hidden Tapes gefunden habe und wenn ich dann noch diese geheimen Level freigeschaltet habe, werde ich, denke ich mal, nochmal kurz in die Geheimlevel reinfahren, weil ich glaube, da gibt es ja auch noch Hidden Tapes. Und würde dann letztendlich, denke ich mal, mich dann erstmal vorerst abmelden. Würde dann viel, viel Offscreen spielen. Wegen den Gaps und wegen der kranken Story. Und würde dann mich ganz am Ende nochmal zurückmelden. Würde dann vielleicht nochmal kurz die Skater vorstellen, die freigeschalteten. Und würde dann fertig sein. Aber das sind bestimmt noch 10 Spielstunden locker, gehe ich mal von aus, wovon ihr nicht sehr viel mitbekommen werdet. Gut, trotzdem hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass ihr dann auch beim Rest des Let's Plays noch dabei seid, wenn ihr es schon bis hierhin geschafft habt, ne? Ist ja nicht mehr so viel, was ihr jetzt sehen werdet. Okay, ne? Ich sag dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.